Wir sprechen heute mit Frau Reithofer. Vielen Dank für das Interview. Hier die Demonstration rund um den Fall Deichtmeister. Sie haben es mitverfolgt und sind selbst auch eine Betroffene. Können Sie uns kurz die Situation schildern? Warum war es Ihnen wichtig, heute hierher zu kommen? Warum haben Sie dieses Zeichen hier auch setzen wollen? Also ich bin selber Mama von 4 Kindern und eben auch ein Opfer. Nicht ein ehemaliges, sondern noch immer, weil sie so etwas wie ein roter Faden durchs ganze Leben zieht. Und Kinderschutz ist etwas, was mir in Österreich seit 30 Jahren viel zu wenig ist. Ja? Erstens einmal, wenn ein Missbrauch stattfindet, der dann angezeigt wird, ist das ein Spießrutenlauf. Also Österreich macht es einem schon sehr schwer, bis vor das Gericht zu gelangen. Viele, weil es eh schon eine Schwere ist, wenn einem sowas widerfährt, ist es dann natürlich auch Psychiater, Jugendamttermine, Krankenhaustermine. Du machst dich immer wieder nackt, seelisch nackt, physisch nackt. Ja? Und nicht jeder Angehörige oder Jugendliche und Kind schon gar nicht, ja, hat diese Kraft, da weiterzugehen. Und ich finde, dass es oft ein halbes Jahr, Jahr dauert, ja, bis eine Verhandlung anläuft. Und vor allem, was ist dann? Dann ist ein zerstörtes Leben und derjenige, wenn er vorher unbescholten ist, geht mit einer Geldstrafe heim. Keinen Tag sitzt dieser Deichtmeister in Haft. Und ja, deswegen bin ich eigentlich heute hier. Das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass bei uns jeder Zugang zu Kindern hat, der vielleicht ein Ex, also ein Sexualstraftäter ist. Ja? Solche Dinge gehören verboten. Wir haben auch, Carsten Stahl hat es vorher erwähnt, ein Handbuch für Pädophilie. Da steht genau drinnen, wie kannst du ein Kind missbrauchen? Wie täuscht du das Jugendamt? Ja? Und dieses Buch gibt es sehr, sehr lange, viele Jahrzehnte schon. Jetzt haben Sie es angesprochen und das war auch etwas, das man in Recherchen deutlich gemerkt hat. Der Weg der Opfer ist sehr lang, sehr unangenehm. Es gibt auch, das hat der Kinderschutzbündnis Obmann gesagt, mehrere Stationen, die man durchläuft. Können Sie das kurz vielleicht zusammenfassen? Es ist schwer und nicht einfach, aber dass man vielleicht ein Bild davon bekommt, wie aufwendig das ist. Also es kommt einmal die Anzeige, dann kommen sicherlich einmal in Folge 4, 5 Psychologentermine, Krankenhaustermine, Jugendamt, das sich immer wieder in Verbindung setzt, wieder Psychologentermine, bis man halt dann, ich sage einmal, die Anwaltstermine wahrnehmen muss. Ne? Und man wird immer gefragt, als Kind auch. Also sobald du sprechen, reden kannst. Ne? Und es wird, die Fragestellung ist meiner Meinung nach ein Wahnsinn, weil es ist nicht die Frage, ist das jetzt wirklich so passiert und war dir das wirklich unangenehm? Das sind keine Fragen, was eine Psychologin oder ein Psychologe stellen sollte. Wir haben jetzt, war ein Interview vorige Woche mit einer Kriminalpsychologin, die dann gesagt hat, naja, es ist halt eine sexuelle Neigung. Was heißt das jetzt? Ist das jetzt eine Erkrankung, wo man Rücksicht nehmen muss? Ja? Also mein Spielraum ist eh hoch, ja? Aber dass man Kindern das so schwer macht, ein Erwachsener kann das eh selbst entscheiden, ob er diesen Weg gehen möchte oder nicht. Ja? Aber ein Kind braucht diese Vergeltung, dieses, man tut etwas und man muss alles dafür tun. Weil diese Kinderseele ist gebrochen. Die Frage ist jetzt dann, kriegen wir es mit einem roten Faden hin? Oder haben wir vielleicht ein suizidales Kind in Zukunft? Ja? Ganz aktuell hatten wir ja auch den Fall in Lech vom Skikindergarten, wo ein Vater sich gemeldet hat. Wie geht es Ihnen, wenn Sie so etwas hören? Das ist für mich furchtbar. Also es ist für mich immer wieder furchtbar, egal wo es steht oder wie es steht. Es löst natürlich immer wieder Bilder von damals auf. Dieses Nichtstun von anderen, dieses Wegsehen oder dieses, hey, du, wir haben einen guten Job, das geht nicht. Und was, wenn das nach außen hin dringt, ja. Dieses Wegschauen von den Leuten hat sich überhaupt nicht verbessert. Nicht im geringsten. Also, dass wieder der Mantel des Schweigens darüber fällt, die Aussagen, das sind nur Einzelfälle. Glauben Sie, das geht nach diesem Prozess auch wieder weiter? Also, ich persönlich kenne 68 Fälle, die nicht den Gerichtsweg gegangen sind. Und ich weiß, dass da ganz viele Gesichter dahinter stehen, wo man sich in Zukunft vielleicht noch wundern wird. Ja? Es ist auch für mich unvorstellbar, wenn ich das jetzt so anführen darf, dieser Fall Deichtmeister ist jetzt seit September 21 am Burgtheater. Ja? Vom höchsten Staat im Manne, die Gattin sitzt im Aufsichtsrat. Warum wurde das ignoriert? Weil es nur nicht so dringlich war, weil es ein Gerücht war. So einem Gerücht habe ich immer nachzugehen. Immer. Unter jedem Umstand.
Ja? Und das passiert nicht. Und ich glaube, dass jetzt viele Masken fallen werden. Ja? Auch aus der Verzweiflung der Täter heraus, die dann wahrscheinlich, ja, aber der und ich war nicht alleine. Ja? Also es sind dann immer, ja, aber die anderen auch. Ja? Und dafür gibt es keine Entschuldigung. Und Pädophilie ist keine Erkrankung. Ja? Das ist etwas, die Leute sagen dann immer, naja, du musst dir die Kindheit anschauen. Eine beschissene Kindheit gibt dir nicht das Recht, dass du ein mörderischer Erwachsener wirst. Ja. Vielen Dank für das Interview und vielen Dank auch, dass Sie sich hier geäußert haben. Dankeschön. Danke.